Oh mein Gott, dieser sägende Druck. Ich war doch wahnsinnig. Hier bei Let's Play StarCraft 2. Ach ja, weiterer schöner Tag hier in den Eiden. Uhrungen von Cyrus. Soll meine Sidebasis in Ruhe lassen, die Sau. So. Damit habe ich auch gleich meine liebste Äußerung für den heutigen Tag geäußert. So. Soll meine Sidebasis da in Ruhe lassen. Die ist wertvoller wie er. So. Okay. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werde da etwas Verteidigung aufbauen. Weil ich ja sowieso mehr als genug habe. Etwas für Spingas. So. Krass. Geht gut. Geht gut. Ist nicht mehr lange. Geht gut. Könnte schwerer oder schlechter laufen. Verseuchergrube. Warum kann ich da nachher die Schwarmwirt? Egal. Ich möchte es gar nicht wissen. So. Du gehörst auch dazu. So. Passt. 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 Was nicht passt, ist, dass ich mehr von denen brauche. Denen. Und verdammt nochmal ein Hydraliskenbau. Das hat mich zuletzt schon gestört. Dass diese Flugeinheit mich angegriffen hat, dass ich keine Dinge habe, keine Hydralisken. Das hat mich in der letzten Folge jetzt schon genervt. Aber wir haben es geschafft, einen Stoßangriff zu machen, hier dieses Teil zu töten. Zwar mit herben Verlusten, aber das ist Wurst. Das ist einfach nur Wurst. Eine Drohne, zwei Drohnen, drei Drohnen. Habe ich ja schon gebaut. So. Verstärkung, schön. Du mutierst schön ruhig. Die Urzerg zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Was wollen sie jetzt? Einen Keks? Sie werden es nicht schaffen. So sieht es aus. Narren. Aber wie ihr seht, habe ich echt einen Vespingasmangel. Ich habe zwar mehr als genügend Mineralien, aber viel zu wenig Vespingas. Eins, zwei, drei. Lieferst das mal ab. So. Da floats schon. Da kommt er jetzt. Er kommt. Er kommt. Gleich die Nova einsetzen. Krass. So. Das bringt mich aber auch wieder auf folgende Idee, dass ich dort unten einfach ein Ding bauen kann. Ein Teil da. Oh, der verändert sich ja. Ah, ich kenne da schon was. Oh mein Gott, sie bekommt ihre Flügel wieder. Ah! Ich bekomme meine Königin zurück. Ist das... Ach, wie schön, ich bekomme meine Königin wieder. Das ist der Umstand dieser Mission um einiges wert. Ich glaube, das ist eine recht annehmbare Verteidigungsergänzung. Die gefallen mir. Recht angenehme Ergänzung zu meiner Verteidigung. Hydralisken. Was ist das? Wow. Er hat gebrochene. Er hat gebrochene. Flaschenkopf. So. Schlupp. Ich habe einen von euch verloren. Was ist bei den Hydralisken? Wo ist meine Ergänzung, meine Optimierung? Ich habe Angst. So. Bock, bock. Bock, bock. Hätte das pochen.
Geht ihr da mal her. Verwurzelt euch. So. Ja, das ist mir recht wurscht, ob die durchbrechen oder nicht. So viel Schmerz bereitet er mir da auch nicht mehr. Diese 4,5 Minuten überlebe ich jetzt auch noch. Die Urzerk haben die Barrikade durchbrochen. Verteidig den Kokon. Pussis. Schwächlinge. Idiotenköpfe. Einwurzeln und ab geht's. Was ist das? Ach so. Ja, das ist mir Wurst. So. Das ist echt böse, so die Verteidigungsoptimierung dadurch. Mal los. Seht ihr, warum ich die so mag? Ich mag sie. So, kriecht hierher. Ihr geht da rauf, unterstützen da. Ihr gehört nämlich vereint. Wir sind vereint. Unter seinem Banner. Sozusagen. Ach ja. Mein Rudel ist stark. Wir erobern Essenz, wir verschlingen. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Yatras Streitkräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. So. Soll mich das jetzt stören? Soll mich das jetzt Angst machen? Ne. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich bin stark genug, alles zu töten. Solange der nicht daher angreift, geht's mir gut. Aha. Gefällt mir zwar ja weniger, aber gut. Sie kommen von allen Seiten. Ich habe keine Angst. Wir werden nicht wanken. Bei dem Zorn der Königin der Klingen. Ach ja, jetzt geht's mir besser. Ja, du, ich fürchte. Na, ich fürchte gar nichts. Die Schwarmlinge sollte man nämlich nicht unterschätzen dort unten. Ach man, das nicht viel, nicht wenig sind. Aber hier hält es noch eher als hier. Dauert nicht mehr lange. So. Letzte 1,5 Minuten und ich. Das kommt viel. Das kommt echt nicht wenig daher jetzt. Sieht hier meine Verteidigung aus eher schwächerem Tour. So viel zeigt, dass schon wieder meine Framerate stockt. Das missfällt mir. Aber wisst ihr was? Ich kann auch hier ganz böse Stromunterbrechungen schicken. Verteidig den Kokon. Der Schwarm wird bestehen. Aus. Der Sieg ist unser. Damit habe ich gewonnen. Boah, das leuchtet! Seht ihr sie? Seht ihr die Flügel? Sie kommt zurück! Das wird zwar dem Jimmy, falls er überlebt hat, nicht gefallen, aber... Ihr seid Opfer, das passt schon. Es wird reichen. Es wird genügen. Was bei allen Göttern ist denn das für ein Teil? 3, 2, 1!
Kameras. Geil. Vorsicht, zerbrechlich. Ja, jetzt bist du baff. Jetzt passt auch wieder alles von der Framerate aus. Geil. Yeah, da fühle ich mich richtig. Ja, jetzt fühle ich mich wieder gut. Jetzt, wo meine Carrion wieder die alte ist. Oh, jetzt ist sie wieder so, wie sie gehört. Jetzt könnt ihr erleben, wie sie früher einst war. Ach, das ist göttlich. Oh, ich bin... Ach, wenn ihr meine Hände sehen könntet, das ist... Isha, was macht ein Urzark in meinem Leviathan? Ich bin BHK, ein Sammler. Ich töte, nehme Essenz. Ich komme zu dir, weil ich deine Veränderung spüre. Ganz Zeros spürt sie. Ganz Zeros fürchtet sich davor und vor dir. Aber du hast keine Angst vor mir, oder, DHK? Du leuchtest. Du wirst mehr Essenz sammeln. Ich werde folgen. Tust du es nicht, werde ich nicht folgen. Ich habe schon gefährlichere Bündnisse geschlossen. Nun gut, du kannst bleiben. Verrate mich und deine Essenz gehört mir. Gut. Das ist irgendwie so ein Krüppelteil. Warum der da ist, verstehe ich auch nicht ganz. Aber, Ich spüre eine Macht, die ich nie zuvor gekannt habe. Vor allem mit ihren coolen Flügeln. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Du bist wiedergeboren. Ein Anführer mit endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, der dich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkles. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Aber man erkennt an ihren Augen, dass sie nicht wirklich die alte Königin der Klingen ist. Dies ist meine Bestimmung. Finde ich cool. Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Klingen. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt... Jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. Nun sehe ich aus wie die Anführerin des Schwarms. Vielleicht überzeugt das Meerbrotmütter, sich uns anzuschließen. Du warst schon gestern die wahre Anführerin des Schwarms und du wirst es auch morgen sein. Dein Aussehen spielt keine Rolle. Für dich vielleicht nicht. Die Terraner jedoch werden nicht so verständnisvoll sein. Oh mein Gott, das wird böse. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Glaubst du, dass sich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werden? Sie sind ein Fels, ein Baum. Ein Berg. Sie trotzen dem Wind. Sie streben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich begehre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind, aber sie sind nicht dumm. Aha. Seh mal, ich habe mich umgezogen, Abatur. Ah, finde ich cool. Mal gucken, was der kann. Eingraben. Ermöglicht es dem Schwarm, wird sich einzugraben. Kann ohne Aufdeckung von Gegnern nicht gesehen werden. Kann im eingegrabenen Zustand weiterhin Schrecken schaffen.
Hat er das gerade nicht schon gehabt? Schnelle Inkubation. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Damit wäre er dann getarnt. Da er eingegraben ist, so ist er nur verwurzelt normal. Ich verstehe. Schrecken kann man mit 20% schneller schaffen. Brauche ich nicht. Schrecken kann dann sowohl Luft... Wow! Muss sein. Einfach nur, weil meine Flugabwehr zum Kotzen ist. Genetische Stränge verschieden. Von Grund auf neu strukturiert. Stärker als Königin der Klingen. Sequenzen komplex, aber sauber. Im Kerngrund verschieden. Ja, ich bin anders. Ich bin meine eigene Herrin. Als das Xel'Naga-Artefakt mich wieder menschlich machte, hat es mich auch von Amons Einfluss befreit. Und so konnte ich zu etwas Größerem werden. Muss Probe nehmen. Neue Sequenzen erforschen. Versuch es gar nicht erst, Abatur. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis. Schwer zuzugeben. Kann neue Struktur nicht verstehen. Wende mich wieder Arbeit zu. Wehe, du fasst mich an. Ach, wie cool. Aber ich habe die Charakter nicht. Aha. Dafür rat nicht, war das in der nächsten Mission sehen, was die alles kann. Und darf dann erst herumspielen. Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rudelführern entgegen. Nimm, was das ihre ist. Erfülle das Schicksal aller Zerg. Hm. 4 Machtpunkte für Carrigan. Okay, mal gucken. Eine ganz normale Mission, bitte. Gegen mehrere Gegner ist mir scheißegal. Einfach nur eine stinknormale Suchen- und Zerstörmission. Nutzen Sie Hotkeys, um schnell auf Carrigans Fähigkeiten zugreifen zu können. Ihre ersten 3 aktiven Fähigkeiten sind immer über Q. Und E auswählbar. Aha. Also entweder ich bin jetzt komplett alleine mit der Carrigan und metzel dieses ganze Scheißpack nieder. Oder ich habe eine ganz normale Suchen- und Zerstörmission mit Basis, Verteidigungsaufbau, Überrennen. Ha, schön. Keinen Zeitstress. Das wird göttlich. Meine Königin ist wieder da. Schön. Deine Feinde. Yagdra, ein Wurm, dessen Säure wie Feuer brennt. Hm. Greif, gewaltig und von Hass verzehrt. Hm. Slyvant, die ewige Mutter. Gefühllos und zerstörerisch. Glücke sie. Und du wirst über alle Zerg herrschen. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Zagara, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Mhm. So, ja noch. Dieser kaum mehr Planet Zeit. Gehört mir. Aber oh mein Gott! Scheiße! Das ist göttlich, sag ich euch. Göttlich. Das wollen wir dann aber. Alter, seht euch mal dieses. Wow, ich bin gerade zu überwältigt, um noch klar zu denken. Euphorisch. Das sage ich. Gebt mir eine kurze Pause. Morgen dann seht ihr mich wieder. Okay, ihr seht mich nicht, aber ihr seht sie. Sie. Gewagt! Die Königin der Klingen zurück. Hier bei Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Und ich gehe mich jetzt ins Bett rollen und freuen. Yay!